So, herzlich willkommen zum nächsten Video der Fortsetzung. Diesmal seht ihr, wie ich zurückfahre in der Dunkelheit. Und die anderen sind ja weit vor mir, aber ich hole sie ein, weil sie eine Panne haben. Die zwei Autos haben eine Panne. Einer kann noch fahren, der andere muss abgeschleppt werden. Ja, okay, dann schaut selber rein. Dann bis später. Ab geht's. So, mein Reifendruck ist jetzt schön unten, nicht ganz, aber gut. Und man merkt es sofort im Sand. Aber ich bin jetzt zu faul, wieder hoch zu tun. Und hoffe, dass kein Stein die Seitenwand verletzt. Ja, ja, wird schon gut gehen. Ist dafür ein bisschen bequemer zum Fahren. So, jetzt fahre ich sicher 3 bis 4 Stunden, bis ich in Dus bin. Ich schätze, es ist dann schon dunkel. Ja, wenn nichts mehr dazwischen kommt, das weiß man ja nie. So, jetzt habe ich es dann geschafft durch das Sandfeld. Da vorne geht es dann die Kuppe wieder hoch. Ich bin leicht langsamer, aber auf der Piste können die dann richtig Gas geben. Ich mache das nicht, muss mein Auto ein bisschen schonen. So, und jetzt muss ich abstellen. Ja, es gibt doch viel Verkehr heute. So, Ziel erreicht, das erste Nationalpark, und jetzt geht es durch den Nationalpark, 3/4 herum mit dieser Holpelpiste, kennt ihr ja alles schon. So sieht das aus, der Sonne entgegen, ganz links durch das Fisch. Waschbrett bitte oder Fisch, man hat die Wahl eben. Jetzt wird die Spuren gegeben. Ja, der Guide ist auch hier durch, das sehe ich. Wieder eine Stunde um, jetzt bin ich oberhalb vom Nationalpark. Jetzt wird es langsam dunkel, man sieht es nicht gut auf der Kamera, weil das hält auf. Noch kann ich ohne Licht fahren, aber in 1/4 Stunde muss ich spätestens das Licht anmachen und dann hoffe ich, dass ich auf der Straße bin, auf der, ja, mit Dünen überrannten Teerstraße teilweise. Und danach, ja, noch ein bisschen Piste. Ja, mal schauen, ob ich es heute noch schaffe. So, jetzt muss ich Licht anmachen und seht ihr ganz hinten der Mond, der kommt jetzt hoch. Wunderschön sieht das aus. Ja, solche Bilder sieht man selten. Es ist, glaube ich, auch Vollmond gerade. Der Mond direkt vor mir. Ich mache mal das Licht aus, sieht man ihn besser. Speziell, ja. Da vorne ist der Eingang vom Nationalpark, der ja schon lange zu ist. Aber da ist die Teerstraße. Das ist mein Reifendruck. Bei 2 Bar gibt der Alarm. Ab und zu piepst er mal. Der Mond in voller Pracht. Das muss ich doch festhalten. Solche schönen Bilder hat man nicht jeden Tag. Er ist, glaube ich, ziemlich voll.
nicht so einfach im Dunkeln da durch diese Dünen zu fahren. Ja, filmen uns. Und schalten geht dann nicht gut. Und es hat ja gewindet, es war Sturm. Und deswegen sind die Dünen weiter gewandert. Aber jetzt ist es da fertig. Okay. So, immer noch Vollmond. Das wird auch so bleiben. Und ja, bald kommt dann die Teerstraße, die ist da viel mehr rechts. Aber einen Teil kann man nicht mehr befahren, deswegen fahre ich gleich ein bisschen weiter vorne. Den Spuren zu folgen, aber es hat so viele. So, seht ihr den Mond sogar mit Wolken davor? Ein seltenes, einmaliges Bild. Ja, nachts fahren ist gar nicht schön. Für das habe ich keine Scheinwerfer, nur die originalen. Man hat auch das Gefühl, dass der Mond immer näher kommt. Oder ich fahre ihm entgegen, aber das täuscht. Was für eine Wohltat. Ich habe die Teerstraße erreicht. Ja, aber die ist nicht immer gut. Es kommen dann auch Dünen mitten auf der Straße. Und das ändert sich immer. Die kommen immer mehr rein. Und jetzt, ja, schon das letzte Mal war es immer schwieriger durchzufahren. So, hier ist so eine Passage, wo die Dünen sich reingefressen haben. Und wieder eine Passage. Vorher hatte ich ganz kurz ein paar Push-Nachrichten bekommen, aber kein richtiges Internet, das reicht nicht, WhatsApp geht noch nicht. Aber immerhin. Ja, das ist eigentlich so eine 6 Meter breite Teerstraße, die sich die Dünen gepackt haben. Denen gefällt es hier auch. Ja, die Dünen, ja, es geht sicher einen Kilometer so. Dunkel, aber Vollmond, aber ist trotzdem dunkel. Jetzt geht es schön zum Fahren, danach kommt wieder Piste, ich weiß nicht, 30 Kilometer glaube ich. Ja, mal schauen, ich fahre bis ich Internet habe. So, jetzt bin ich gerade am Kaffee vorbeigefahren, wo wir immer angehalten haben, das ist gerade an der Ecke vom Nationalpark. Jetzt hört dann die Teerstraße auf und dann rappelt es wieder da vorne, glaube ich. Ja, genau. Das war's. So, meine Freunde sind da. Panne. So wie das aussieht. Was ist kaputt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Läuft denn nicht? Ja, der Motor läuft alles, aber ich kann nicht beschleunigen. Irgendwas hat vorne auch Geräusche gemacht. Man sieht aber nichts. Das Geschwindigkeit nicht. Weder im Heckantrieb noch mit Allrad. Geht nicht. Scheiße. Ich weiß nicht, sieht auch nichts. Kein Plan. Ja, er wird abgeschleppt, beziehungsweise sie schleppen schon ein Weilchen, schon beim Nationalpark. Da habe ich sie noch überholt. Jetzt sind sie hinter mir. Hä? Ach, bin ich froh, ist bei meinem. Jetzt nichts so Dramatisches. Das tönt irgendwie nach Kupplung, Getriebe, so wie es gesagt hat, aber ich habe jetzt nicht getestet. Er hat keinen Antrieb, warum auch immer.
Ach ja, beim Sabri fehlt Bremsflüssigkeit, dem ist der Bremsflüssigkeitsbehälter leer. Ich habe auch keins dabei, auch ja, überhaupt nie dabei. Vermutlich hinten Schlauch abgerissen oder irgendwas, ja, Scheibenbremsen. Ich schätze mal, der Schlauch abgerissen, irgendwo an einem Gestrüpp. Ja, heute ist richtig was los. Ja. Ein Stoßdämpfer hält, ich habe den zwischendurch mal kontrolliert. Er hält, das Lokteil hält. Da bin ich froh. So, wieder Teerstraße, aber auch da kommt der Sand rein. Ja, ich habe noch den Reifendruck wieder höher gemacht, 4,5. Jetzt bleibt er da, denke ich, ein Weilchen. Die anderen sind schon vor mir, die sind vermutlich jetzt schon auf dem Campingplatz. Tja, ja, super Teerstraße. Alles, also immer wieder ganz viel so Sand. Da kann man gar nicht schnell fahren. Der Sand hat es richtig hochgespült. Und das rappelt dann. Ja, bei uns ist der Schnee, hier ist der Sand, nur hier wird nicht gesalzen. Jetzt fahre ich schon wieder im Sand. Ja. So, die Autos sind wieder repariert. Beim einen waren es die Bremsen hinten, Klötze. Beim anderen war es nur ein Turboschlauch, Glück gehabt, beim Grünen. Jetzt läuft alles wieder. Und die sind am Zusammenpacken, wir haben zusammen gegessen. Und jetzt fahren die wieder nach Hause. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir fahren jetzt weiter, raus aus Dus, Richtung Matmata. Zuerst wird aber noch getankt. Und zwar hier. Da macht das Tanken richtig Freude, weil es eben günstig ist. Diesen roten Diesel braucht. Also, ich habe 100 Liter getankt. Nein, 55 Liter für 100 Dinar getankt. Das sind etwas über 30 Euro. Also, da macht es echt Spaß zu tanken. Ja, wir werden den füllen, bevor ich zurückfahre. Gut. Ja, nach gut drei Wochen Sanddünen muss ich mich erst wieder mal an diese Straße gewöhnen, weil es ist einfach angenehm zum Fahren, kein Gerüttel mehr. Wunderbar. Und ihr seht da diese Weite. Jetzt geht es eben Richtung Matmata und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, ich mache hier eine Pause, wunderschöner Platz, mal wieder Bäume, was absolut selten ist, wenn man da nach hinten guckt. Alles weg. So, ich suche mir auf gut Glück einen Schlafplatz. Ich bin da in einem kleinen Dorf. Vielleicht habe ich ja Glück und da oben ist was. Ja, ich glaube, da übernachte ich. Sieht gar nicht so schlecht aus. Diese Seite noch. Herrlicher Ausblick. Da oben könnte man auch noch hin, aber ja, hier ist doch gut, wunderschön. Schönes Abendrot. Die zwei, die wollen auch immer raus. So. Jetzt haben die zwei Ausgang, wo auch immer sie hingehen.
Und so werden hier die Wäsche getrocknet. Auf das Dach, fertig. So, schon wieder vorbei, hä? Ja, das zweite Auto übrigens waren die Bremsen hinten, die Klötze durch und dann ist der Kolben vermutlich rausgekommen. Deswegen der Flüssigkeitsverlust, damit ihr das auch noch wisst. Ja, okay. Im nächsten Video geht es dann Vorort von Mata. Die Berberkultur lernt man ein bisschen kennen. Und dann halt diese Erdwohnungen sieht man dann auch. Das kommt dann im nächsten Video. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wie immer, Daumen hoch und tschüss.